Vielen Dank, meine Damen und Herren. Weil ich viel zu erzählen habe, komme ich gleich zur Sache. Man kann sich fragen, worum kann es hier gehen? Eine Ahnung kommender Lebenskunst ist eigentlich ein etwas sperriger Titel. Das Heidegarten-Konzept, ist das wirklich das, was die Welt bewegt? Und die Hittfelder Landhauskolonie, darf ich mal fragen, wer jemals in seinem Leben von Hittfeld gehört hat? Sie haben das Buch gelesen, sonst würden Sie es nicht wissen. Also das ist schon eher ungewöhnlich. Und das geht uns nicht nur heute so, das ging auch schon den Zeitgenossen von Lichtwag so. Fritz Schumacher, Baudirektor zunächst und dann Oberbaudirektor in Hamburg, hatte das, dem war das auch ausgefallen. Und ich zitiere aus seinen Beschreibungen dieses Ortes und dieser Gruppe von Menschen, um die es heute geben wird. Er beginnt damit, dass Hamburg eigentlich fantastische Landhäuser und Landschaften hat, die Elbe mit ihren großartigen Ausblicken, das Steilufer, das ist alles unnachahmlich. Aber, und jetzt das Zitat, trotz dieser unvergleichlichen Eindrücke der Elbe hatte sich eine Gruppe unserer Freunde in die Einsamkeit der Heide zurückgezogen. Es war ein Kreis, der irgendwie mit dem Begriff Lichtwag in Verbindung stand. Dieses Hittfeld war im Sommer der merkwürdige kleine Mittelpunkt einer ganzen Kolonie kulturell interessierter Familien. Überaus behagliche Sommersitze waren hier entstanden, alle aber gruppierten sich um ein winzig kleines Wochenendhäuschen, in dem Lichtwag mit seiner Schwester wohnte. Dieser Lichtwag ist in Hamburg, naja, jedenfalls in der Denkmalspflegeszene, bekannt wie ein bunter Hund. Wenn man dann so weiterfragt, ist er dann so weit bekannt auch nicht. Wir werden heute so ein kleines bisschen auch auf ihn eingehen. Dass aber dieses Hittfeld, auf das auch ich dann nur gestoßen bin, weil ich eigentlich 5 Kilometer davon entfernt aufgewachsen bin, dann doch etwas Besonderes war und diese Kolonie gar nicht mal so ganz unbedeutend, ergibt sich aus diesem nächsten Zitat von Fritz Schumacher. Aus dem künstlerischen und dem geselligen Leben, das sich hier in der stillen Heidekolonie entfaltete, begann sich etwas Ähnliches zu entwickeln wie der Reimarus-Sievekingsche Kreis, der einst Hamburgs geistige Kultur bestimmt hatte. Wenn Sie mich also heute im Laufe des Abends ab und zu mal kleine Spitzen geben gegen bäuerliche Kultur, kleine Dörfer, niedersächsische Abgelegenheit machen, hören, sagen, hören, dann sehen Sie es mir nach. Ich bin selbst Niedersachse, ich darf das. Dieser Herr ist Alfred Lichtwag. 1899 sieht er schon ein kleines bisschen müde aus, was man ihm verzeihen kann, weil er einfach unglaublich umtriebig war. In Hamburg geboren oder bei Hamburg in der Marsch als Sohn eines Müllers aus ganz einfachen Verhältnissen, aber sehr, sehr hell im Kopf, hat er es geschafft, ein Stipendium zu ergattern, hat sich im Grunde genommen selbst ausgebildet als Autodidakt in sehr, sehr vielen kulturellen Feldern und avancierte zunächst in Berlin und dann in Hamburg zu einer Kulturpersönlichkeit, die sich eigentlich überall einmischte. Und witzig, wenn Lichtwag sich manchmal über Bauern und niedersächsische Eigenarten auslässt, ist, dass man ihm eigentlich auch immer dem niedersächsischen Bauernschädel nachsagte und das ganz physisch tatsächlich. Also er war ein kulturell sehr feiner Mensch, aber eben doch mit einigen sehr bäuerlichen vielleicht Eigenarten. Für unser Thema ist wichtig, dass er eben in seinem sehr breiten Interesse sich auch an verschiedenen Stellen zur Gartenkultur geäußert hat. Das ist jetzt zunächst mal nicht verwunderlich, weil er sich einfach in alles eingemischt hat und weil er sich auch für alles zuständig und kompetent fühlte und es wenig gab, die ihm da wirklich wieder zu widersprechen wagten. Und er auch eine große Gemeinde hinter sich hatte, Anhänger, die wirklich zu Hunderten in seine Vorlesungen strömten. Er hatte eine reiche publizistische Tätigkeit entfaltet. Und Sie sehen hier jetzt einige dieser Bücher, die er im weiteren Sinne zu Gartenthemen geschrieben hat. Breitfenster und Hecke, Blumenkultus, wilde Blumen. In der Zeit, Karl Förster ist da gerade mit seinen Staudenbeeten bei Berlin zugange. Da schreibt Lichtwag über wilde Blumen, also ziemlich modern, manchmal radikal. Sie sehen unten Hamburg und Niedersachsen. Er hat also diese beiden Orte durchaus miteinander verbunden, hat nach Gemeinsamkeiten, nach gemeinsamen Wurzeln gesucht. Die Park- und Gartenstudien, ganz besonders wichtig für Hamburg, weil er sich hier zur Frage des Hamburger Stadtparks geäußert hat, zu Formfragen und Stilfragen, aber auch zu Nutzungsfragen. Ganz besonders interessant unter seinen Ausführungen
fand ich schon seit dem Studium, das ich übrigens in Hannover absolviert habe, hier an der Uni, den Heidegarten von Alfred Lichtwack. Den habe ich da zuerst kennengelernt. Und der war etwas Besonderes für mich und ich glaube für viele andere auch, weil Lichtwack dort relativ radikal eine neue Form von Gartenkultur fordert. Er fordert hier einen regelmäßigen Garten, der die landschaftliche Gartenkultur, die Ende des 19. Jahrhunderts noch herrscht, ablösen soll. Und er fordert das mit einem klaren Formkonzept, mit einem klaren Raumbegriff, aber er macht das mit einem sehr eigenartigen, vielleicht einzigartigen Pflanzenverständnis, auf das wir noch kommen werden. Dieser Heidegarten-Aufsatz hat aufklärerisch gewirkt, so heißt es von Zeitgenossen, wie ein heller Lichtstrahl aufklärerisch ist er in die zeitgenössische Diskussion um Reformgartenkunst hineingebrochen. Ich denke, einerseits wegen dieser Radikalität, die aus ihm spricht, andererseits auch deswegen, weil Lichtwack ein aus meiner Sicht begnadeter Erzähler war, dem immer der Schalk im Nacken saß und der das auch nicht verhehlt hat. Wogegen hat er sich gewendet? Damit wollen wir kurz anfangen, weil vielleicht nicht alle unter uns Gartenhistoriker sind. Wir sehen jetzt hier die typischen Gärten des späten 19. Jahrhunderts. Oben links der Jenischpark in Hamburg mit den Festons, wo man so Girlanden beranken lässt, mit Gewächshäusern. Unten links im alten Elbpark mit dem obligatorischen kleinen Teich. Egal wie klein die Fläche ist, so ein Landschaftsgarten in dieser Zeit muss einen kleinen Teich haben, am besten noch einen kleinen Hügel. Viele Blumenbeete, die am besten auch eingezäunt sind, damit man sie nicht betreten kann, nichts kaputt machen kann. Und in Hamburg die Pfeffersäcke, das heißt also die Bürger mit ihren Beziehungen nach Übersee, leisteten sich, wenn es ihnen gut ging, dann auch ein Landhaus, gerne im schlossartigen Stil, direkt am hohen Elbufer. Man konnte dann die Schiffe vorbeifahren sehen, vielleicht seine eigenen, einen kleinen Böllerschuss abgeben. Das war genau das, was Lichtwack nicht wollte. Also genau dieses Repräsentative, das nicht Benutzbare, versuchen Sie mal Fußball zu spielen da oben, das wird schwierig. Genau das, meinte er, müsste man überwinden. Warum eigentlich? Eigentlich war es so, dass die landschaftliche Gartenkunst sich zum Ziel gesetzt hatte, komplett natürlich zu sein. Sie war einmal angetreten, hat den Barock abgelöst, weil sie sagte, wir wollen nicht mehr artifiziell unsere Umwelt gestalten, sondern wir wollen genau das tun, was die Natur macht, nur besser. Noch ein bisschen künstlerischer, eigentlich das zeigen, was in der Natur steckt und dann aber doch die Natur nachbilden, das, was sie im Innersten so ausmacht. Man war schon auf der Suche nach dem Zentrum von Natur und Natürlichkeit. Und dann kommt diese neue Ströme von Reformgartenkünstlern, die sagen, das ist völlig unnatürlich. Warum war das so? Es war so, weil diese neue Strömung nach dem Menschen gefragt hat und nicht mehr nach dem Naturbild. Sie fragten, was muss denn eigentlich eine Umwelt ausmachen, ein Garten ausmachen, der für den Menschen da ist oder die für den Menschen da ist. Sie muss doch sich aus diesem Bedürfnis des Menschen heraus entwickeln. Und wenn sie das verschleiert, wenn sie so tut, als wäre sie 300 Jahre alte Natur, dann ist genau das unnatürlich. Natürlich heißt, dass man genau das baut, was man auch braucht. Das muss natürlich auch schön sein, aber es orientiert sich am Menschen und wenn es das abbildet, dann ist das die eigentliche Natur. Lichtwack kritisierte also diese alte Gartenkunst damit, und das sind typische Begriffe, typische klare Worte, die er findet, dass es ganz kläglich stehe mit dem Garten, dass man in einer tiefen Barbarei steckt, dass man eine neue Gesinnung und künstlerische Bedürfnisse wecken müsse. Da geht es immer ums große Ganze. Das alles ist es nicht. Wir müssen ganz neu denken. Und in diesem Heidegarten-Aufsatz, aus dem das kommt, beschreibt er nun eine Begegnung mit einem Jugendfreund, der sich ausgerechnet irgendwo in der Heide, also im Nirgendwo, ein Grundstück gekauft hat. Und dieser Freund, so lautet dieser Aufsatz inhaltlich, der hat ihm nun den Platz gezeigt und stellt ihm dar, was er eigentlich mit diesem Platz, was er da vorhat. Er will ein Haus bauen. Und Lichtwack schreibt, er hat die Gelegenheit, die einschlägigen, also die Gartenkunst betreffenden Fragen vor Ort zu erörtern. Dieser Freund, sagt Lichtwack, hat in der Wahl des Platzes einen guten Griff getan. Als er mir seinen neuen Besitz zeigte, wurde mir das Herz weit. Wir standen am Rand der geräumigen Hochfläche, von der sich nach drei Seiten tiefe Täler senkten.
Jeder Taleinschnitt bildet mit seinem kräftig aufstrebenden Föhrenbestand den Vordergrund eines unendlich mannigfaltigen Landschaftsbildes, das sich mit Kornfeldern, Waldhügeln, roten Heidhöfen, im grünen Eichendickicht ihrer Baumgärten, Windmühlen und so geht es weiter und weiter. Er beschreibt also diese unglaublich schöne ländliche Landschaft mit den Flügeln der Windmühlen, die sich da drehen. Und er beschreibt, dass es sehr bergig war. Es hatte schon etwas vom Gebirge. Dazu die würzige Luft, die von Heide, von Buchen- und Kiefernwäldern herüberstreift. Man glaubte zu trinken, statt zu atmen. Also eine geradezu fantastische Landschaft. Bis vor kurzem wurde das eigentlich als Rhetorik verstanden. Lichtwag war ja jemand, der erzählen kann, hat sich diesen Freund ausgedacht, hat sich diesen Heidehügel ausgedacht, um klarzumachen, wie man über Gartenkunst sprechen kann und worum es bei Gartenkunst eigentlich geht. Im Zuge dieser Recherchen zu diesem Thema wurde mir klar, dass es kein ausgedachter Dialog ist, sondern dass es diesen Freund tatsächlich gegeben hat, dass es diesen Hügel tatsächlich gegeben hat. Ob es diesen Dialog 1:1 so gegeben hat, das wird nur Lichtwag gewusst haben. Er nennt diesen Freund auch nicht bei Namen, aber wir können es wissen, es ist Wilhelm Daniel Vivier, ein Baurat im Hamburger Staatsdienst. Familie Vivier und Familie Lichtwag waren schon seit Generationen miteinander freundschaftlich verbunden. Und dieser Vivier hat tatsächlich sich am Rand des Dörfchens Hittfeld 1902 so ein kleines Grundstückchen gekauft und dort ein Haus aufgestellt. Vivier bespricht nun oder stellt nun Lichtwag dar, in diesem Aufsatz, was er dort vorhat. Das Haus, sagt er, soll auf der Hochfläche stehen, möglichst weit vom Abhang, dort hinten an den Waldrand angelehnt. Die Hochfläche davor wird Garten, die Täler sollen parkartig bleiben. Mein Gärtner schüttelt den Kopf zu dem Unternehmen. Er meint, es wird Jahre dauern, ehe ich auf dem sandigen Heideboden ein bisschen Pflanzenwuchs erziele. Zunächst will er auf der Hochfläche die nötigen Erdbewegungen vornehmen. Vor dem Haus soll ein Teich ausgehoben werden, da in der Landschaft hier die Wasserflächen fehlen. Den Boden wird er nach einer neuen Erfindung zubereiten, dass das Wasser stehen bleibt. Ein paar tausend Futter Humuserde werden nötig sein für die Rasenflächen. Dort soll eine Böschung angelegt werden für Rhododendron, um den Anblick des Gemüselands zu verdecken. Der Plan ist schon fertig, ich weiß nur noch nicht, ob er mich nicht zu weit führt. Mit den Erdbewegungen, dem Teich, dem Humus kostet der Garten am Haus wohl dreimal mehr als das Haus mit seiner gesamten Einrichtung und so weit ging meine Absicht gar nicht. Ich wollte etwas ganz Bescheidenes, Einfaches haben, etwas zum Ausruhen. Ich müsste nun gleich auch ein Haus für einen Gärtner und seine Gehilfen bauen, denn die Pflege des Gartens, wie er im Plan steht, erfordert unendliche Sorgfalt und Mühe und große Sachkenntnis. Lichtwag hört sich das alles an, halb belustigt, halb betrübt, wie er schreibt, weil er glaubt, das ist ja der völlig falsche Ansatz. Also wenn man sich das alles vorstellt, was da alles umgesetzt werden soll, dann kann einem schwummerig werden und der Mann will eigentlich nur ein bisschen Ruhe und Frieden haben und will da oben erstmal einen Teich auf dem Berg anlegen. Und dann ist Lichtwag auch deswegen ein wenig belustigt, weil er dann die Gelegenheit nutzt, dem Freund zu indoktrinieren, ihm zu raten. Zunächst spricht er davon, was für ein großartiges Aufgabenfeld dafür auf den Freund wartet. Lichtwag spricht davon, dass es darum geht, ein Stück eigenen Lebens und eigenen Glücks zu gestalten. Er spricht von unendlich wichtigen nationalen Kulturfragen, dass es nichts Schöneres geben kann, als ein solch unberührtes Stück Erde nach eigenem Willen zu gestalten und so weiter und so weiter. Der Freund hört sich das an und sagt, alles in diesem Aufsatz, alles sehr schön, aber ich sehe den Weg nicht. Ich wüsste nicht mal, wo ich ansetzen sollte, um das zu gestalten. Darauf hat Lichtwag nur gewartet. Natürlich, er möchte dem Freund ja klar machen, wie man es besser machen kann. Und das Ganze ist deswegen auch so lustig, weil der Freund ja nun keiner ist, der in Kunstfragen und in Baufragen unbeleckt ist. Er ist Architekt, er weiß eigentlich ungefähr, worum es geht, weit mehr als Lichtwag, der solche Erfahrungen eigentlich nicht haben kann. Und trotzdem erklärt Lichtwag, wie es richtig ist. So ein Garten muss Überblick bieten und man muss einen Gesamtorganismus darin fühlen und vor allem kein Gebüsch. Ich zitiere, es richtet nur Unheil an. Ich wollte, man könnte es mit einer Polizeiverordnung verbieten. In der Geschichte der Gartenkunst wird man vom Zeitalter des Gebüsches als dem des tiefsten Verfalls reden.
Dass unser Zeitalter das Gebüsch erfunden hat, wird ihm noch einmal als ärgste Sünde angerechnet werden. Also da ist ganz klar, da hat jemand diesen Schalk im Nacken, der kostet es richtig aus und versucht jetzt alles Lustige aus diesem Thema herauszuholen. Aber er meint es durchaus ernst, er hasst diese Gebüsche, die ja eigentlich nur dazu da sind, da bin ich ein zu weit, dazu da sind, Dinge zu verdecken. Und das ist ja genau das, was man in dieser Zeit nicht will. Man möchte ja eigentlich diese Natürlichkeit, die aus der Funktion herausgeht, und man will nichts verstecken, so wie man es früher gemacht hat. Ja, aber was genau muss man denn dann richtig tun? Wir wissen nur, was man lassen muss. Lichtwag sagt, das ist eigentlich ziemlich einfach. Der Grundriss des Gartens ergibt sich von selbst. Er führt es aber auch aus. Vor dem Haus soll ein freier Platz sein, auf dem es sich wohnen lässt. Also nicht irgendwo weit, weit weg, an irgendeinen Rand, sondern man muss Platz haben. Ein gerader, breiter Weg führt zu einem Altan, einem gestützten Freisitz, eingefasst mit geschorenen Hecken und weißen Bänken darin. Und dann ist der Garten gestaltet mit ganz schmalen Pfaden, und hier wird es wichtig, auf denen ein einzelne Pflanzen besehen mag. Das ist schon ein bisschen sakral, dieser Ausdruck, und auch die Vorstellung dahinter ist es tatsächlich, dass ein Einzelner sich dann auf diesen schmalen Wegen der kleinen Blume widmet. Ich werde dazu noch kommen. Der Gemüsegarten muss natürlich nicht versteckt werden hinter Rhododendron, davon ist die Elbchaussee voll, sondern nach Wuchshöhen ausgewogen eingeteilt und von Blumenbeeten umschlossen werden. Also die alte Forderung, das Nützliche mit dem Schönen zu verbinden, erhebt Lichtwag hier zur Pflicht. Wir brauchen natürlich einen Gemüsegarten, aber der muss so gemacht werden, dass er auch Ziercharakter hat und dass er gezeigt wird. Dann brauchen wir auch eine Laube zum Aufenthalt, die soll nach oben offen sein, dann bleibt die Luft frisch und, schönes Detail, es fallen einem keine Spinnen auf den Kopf. Es gilt, so Lichtwag, zunächst den Garten einzuhegen. Dafür brauchen wir keinen Zaun, so wie man es üblicherweise gemacht hat, sondern wir brauchen dafür die Heckenrose. Die wilde Rose wuchert hier an allen Abhängen, wo niemand sie pflegt. Eine Hecke von wilden Rosen braucht etwas mehr Platz als eine geschorene Dornenhecke. Dafür wächst sie regelmäßig aus und braucht nicht geschoren zu werden. Und so Lichtwag, ich weiß nicht, ob er so recht hat, kein Hase, kein Reh kann zum Kohl und zu den Möhren gelangen. Das ist so dicht, da passt nichts durch. Und die Singvögel wissen, dass sie ein ganz sicheres Heim finden werden in den dichten, stachelbewehrten Ranken. Wir merken also schon, die Pflanzenverwendung, die hier reinspielt, die ist etwas ungewöhnlich und sie tritt an die Stelle von artifiziellen Einfassungen. Lichtwag spricht seinem Freund gegenüber davon, dass dieser Garten, den er da vorhat, den er ihnen empfiehlt, 10-mal artenreicher sei als die des durchschnittlichen Stadtgartens. Das hört man in unseren Tagen eigentlich sehr gern. Lichtwag ist ziemlich anschlussfähig an den derzeitigen Artenschutzdiskurs. Und er führt aus, was dort alles wachsen kann. Violette und blaue Skabiosen, gelbe Wucherblumen, weißes und gelbes Galium, Wicken aller Art, vom tiefsten Violett bis zum leuchtenden Purpur, Ginster, die nickende Distel, Blutnelken, Glockenblumen, Arnika, ich zähle nur auf, was ich von hier aus sehen kann, werden die Beete mit einem unsagbaren Reichtum der edelsten Farben überziehen. Sie übertragen sich sehr leicht, man braucht nur im Sommer und Herbst die Samen zu sammeln und auf den Beeten auszusehen. Die spektakuläre, aus meiner Sicht, Idee von Lichtwag an dieser Stelle ist, dass er zwar einen artifiziellen Garten will, der mit Wegen und klaren Strukturen gegliedert ist, dass er es aber mit den Pflanzen macht, die da vor Ort wachsen. Das ist etwas, was meines Wissens noch kein anderer vor ihm versucht hat und nach ihm wahrscheinlich auch noch nicht geschafft hat. Das nur mal so zur Einstimmung auf dieses Experiment, was Lichtwag dort mitten in der Heide versucht hat, mit Freunden, die er dazu bewogen hat, in die Heide zu ziehen und dieses Experiment mit ihm zu teilen oder selbst zu unternehmen und auch in seinem eigenen Garten Anfänge dazu versucht hat. Um uns ein wenig darauf einzustimmen, wo er sich denn da versucht hat, möchte ich Ihnen ein kleines bisschen in der Chronologie vorgreifend von einem Kaufvertrag erzählen, den Lichtwag zusammen mit seinem Freund Leopold von Kalckreuth, einem bekannten Maler seiner Zeit, unternommen hat. Wir sehen hier tatsächlich den Kaufvertrag. Es geht um ein Grundstück, nicht weit von Lichtwags eigenem kleinen Häuschen entfernt. Und Lichtwag beschreibt in einem Brief an Max Liebermann, den Maler in Berlin, die Umstände des Kaufes.
Kalckreuth hat nun gekauft. Ich war, da die Verhandlungen in der niedersächsischen Heldensprache stattfinden mussten, dabei, als der Kontrakt unterschrieben wurde. Der alte Bauer konnte noch die einzelnen Buchstaben hinsetzen, die hatte er nicht vergessen. Aber den Namen als ein Ganzes in einem Zug zu bewältigen, vermochte er nicht. Der Unterhändler, ein glatt rasierter Bauer mit dem Typ eines Geistlichen, gab dem Alten die Feder in die Hand und sagte: Nu schreib hier mal eine große N. Im Plattdeutschen ist die ältere Generation noch gewohnt, das R zu rollen. Die Jüngere spricht es schon als Rachenlaut. Und der Alte schreibt die große N. Nu die kleine I. Nu die kleine E. Nu den großen K. Und so weiter und so weiter, bis Buchstabe für Buchstabe der Name Niekerken dastand. Leopold von Kalckreuth hat es ein bisschen schneller geschafft. Sobald die Operation vollzogen war, wischte sich der Alte die Stirn und trank ein Glas Bier halb aus. Also Lichtwag zieht mit seinen Freunden tatsächlich ins Nirgendwo, wenn man Berlin und Hamburg gewohnt ist. Da gibt es nichts außer Bauern, die Landschaft natürlich. Und man fragt sich immer noch, warum wirklich genau da? Und um Sie so ein kleines bisschen mitzunehmen, was ist denn eigentlich genau da? Hamburg damals noch nicht mit Altona und Wandsbek vereint. Da sehen Sie Lichtwags Geburtsort in Reitbrook im Marschland. Die Kunsthalle da oben an der Alster. Und wenn er in die Bahn stieg, die Venloer Bahn, die ging nach Bremen, da war er öfter mit Vivier unterwegs, dann war die erste Station Harburg und die zweite Station war Hittfeld. Also tatsächlich dieses winzige kleine Dörfchen mit seinen paar hundert Leuten hatte dann einen eigenen Bahnhof und nicht weit davon entfernt waren dann die sogenannten Sunderberge. Und man ahnt anhand dieser Karte, was er dort gesucht hat. Denn Sie sehen hier diese doch bewegte Topografie, die es in Hamburg so eigentlich nur an der Elbe gab, am hohen Elbufer dort oben. Und da waren ja auch diese ganzen berühmten Landhäuser. Und wenn man mehr davon haben wollte, dann war man in den Harburger Bergen ganz gut bedient. Die waren durchaus bekannt für diese sehr schöne Topografie. Und zusätzlich waren sie aber durch Heide geprägt. Das waren die Gärten an der Elbe dort oben nun wirklich nicht. Und die Heide wurde damals gerade entdeckt worden seit wenigen Jahrzehnten und wurde schon wieder entdeckt von einer neuen Malergeneration, auf die wir noch kommen werden. Insofern bot sich das für ihn tatsächlich rein räumlich an, weil er es schaffen konnte, von der Kunsthalle in einer halben Stunde mit der Bahn vor Ort zu sein, noch mal eine halbe Stunde Fußweg, und er war dann dort, wo er sich tatsächlich ausruhen kann. Dieser Sunderberg ist waldbestanden, schreibt er, ein Bauernwald, und das bedeutet, es war kein Forst, der irgendwie geordnet ist, sondern der ist durch wahrscheinlich Generationen ungeregelten Pflege, der ab und zu stattfindenden Pflege, dann zum Beispiel so aufgewachsen wie diese zeitgenössische Fotografie mit diesem Kiefern, das heißt Föhrenbestand, es zeigt. Das genau wollen wir nicht. Das ist das, was Lichtwag eigentlich vor Augen steht. Das ist natürlich ein ganz altes Bild und ich habe es nicht mir einfach nur ausgesucht. Es kommt aus dem Buch Breitfenster und Hecke, wo Lichtwag über alte Gärten und Häuser berichtet und auch diesen Garten des Lukas von Bostel aus dem 18. Jahrhundert beschreibt. Lukas von Bostel war Bürgermeister von Hamburg gewesen und hatte ein Landhaus draußen vor den Toren der Stadt angelegt. Und man sieht, wenn man Lichtwags Beschreibungen noch im Ohr hat, so ein bisschen was kann man wiedererkennen von dem. Wir haben also ein irgendwie Landhaus, Fachwerkstil mit einem größeren Platz davor. Dann gibt es eine lange Allee oder einen langen Hauptweg in der Mittelachse, der bis zu einem Altan führt. Und wir haben hier diese vielen kleinen Wege, das sind sicherlich zeitgenössisch Gemüsegärten gewesen, aber wir haben diese parallelen Wege, auf denen ein Einzelner die einzelne Blume besehen könnte. Wir haben allerdings auch ornamentierte Geschichten, das ist ja der eigentliche Ziergarten hier des Lukas von Bostel, auf die geht Lichtwag überhaupt gar nicht ein. Die ignoriert er komplett. Für ihn ist eigentlich nur die Raumabfolge wichtig. Dass also dieser Garten übersichtlich ist, dass man ihn mit einem Blick versteht, dass er einen Gesamtorganismus darstellt und dass er sich aus dem Bedürfnis entwickelt. Dass er nicht versucht, Natur darzustellen, sondern brauche ich Gemüsegärten, dann brauche ich auch schmale Beete dazwischen, das ist doch klar. So ungefähr soll also
sein Heidegarten aussehen, nur mit ganz anderen Pflanzen. Das ist schon eine ziemlich verrückte Idee, die er seinem Freund Vivier da vorstellt. Der Vorteil, wenn man es so macht, ist, dass, so sagt Lichtwark, in der Landschaft, die den Heidegarten umgibt, er nicht fremd und ungehörig stehen wird, sondern als Abriss und als eine gedrängte, durch die Kunst zusammengefasste Übersicht ihres eigenen Reichtums erscheint. Und was der Mensch macht, muss den Stempel seines Wesens und Willens tragen, denn er ist von Haus aus ein Ordner. Vivier, der Adressat seiner Rede, hat ihn reden lassen, ohne zu unterbrechen, wie es seine Art ist, wenn ihm jemand ein Geschäft vorschlägt, schreibt Lichtwark. Und auch danach schweigt er zunächst, blickt wie gedankenverloren in die Ferne, bevor er dem Freund antwortet. Du schwärmst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich deinen Garten schön finden würde. Ich mag keine geraden Wege, ich hasse das Geschorene. Mag sein, dass der Wacholder schön ist, mir ist er zu steif. Mag sein, dass die Heideblumen dem Kenner gefallen. Ich bin keiner, dein Programm erschreckt mich. Das ehrt Lichtwark doch, dass er nicht die Geschichte seines Erfolgs erzählt, wie er den Freund überzeugt hat, den perfekten Garten anzulegen, sondern dass dieser Freund sagt, das verstehe ich nicht, was willst du von mir? Das werde ich nicht tun. Na, also eine kleine Chance räumt ihm Vivier in diesem Artikel tatsächlich ein. Er sagt, er wolle mit seiner Frau darüber sprechen, vielleicht weiß sie irgendetwas aus diesen Vorschlägen zu machen. Da wir nun Herrn Vivier kennen, kennen wir auch hier so ein paar Blumen, die er, die Lichtwark aufgezählt hat, kennen wir auch seine Frau Molly. Und da oben, um sich zu orientieren, im Hittfelder Sunder, da entsteht jetzt das erste Häuschen und damit auch der erste Garten. Vivier hat also tatsächlich, ist er da hingezogen, hat ein Häuschen gebaut und wir haben ein paar kleine, tatsächlich nur wenige Abbildungen davon, die uns eine Idee davon geben, was entstanden ist. Wir sehen dort oben Lichtwark, wir sehen Kalkreuth, von dem wir gehört haben, ganz hinten Vivier und hier noch ein Freund. Und wir sehen, dass das Haus, was entstanden ist, im Heimatstil dann ein Fachwerkhaus ist mit Begrünung, aber eigentlich nicht so richtig besonders. Nicht unbedingt das, was man sich vorstellt unter einem Landhaus, wenn man so aus der Oberschicht Hamburgs kommt. Und wenn wir uns gerade mal den Garten ansehen, das ist jetzt nicht bauzeitig Vivier, aber es ist vielleicht 20 Jahre später, dann ahnt man, dass es da nie als einen richtigen Garten gegeben hat. Also wahrscheinlich hat Vivier doch ganz gut zugehört und hat gesagt, ja, also tatsächlich diesen Teich da oben ausheben, diese Tausende von Fuder Humus, das ist alles, das überfordert mich und ich will was ganz Einfaches haben. Und er ist Lichtwark immerhin insoweit gefolgt, als er das Schreckliche gelassen hat. Er hat das Schöne aber nicht getan. Er hat jetzt einfach nur die Natur dort blühen lassen und wachsen lassen. Man muss sagen, Lichtwark hat nur so einen Viertelerfolg erzielt, noch keinen halben eigentlich. Aber er gibt nicht auf. Er hat ja noch ein paar Jahre Zeit, um das zu versuchen. Und natürlich sind auch noch ein paar andere Leute daran interessiert, wie das da oben aussieht, nämlich die Bauern der Umgebung, die dieses Gelände verkauft haben und sich jetzt wundern, dass so reiche Hamburger Architekten kommen und dort oben irgendwas machen. Und eine zeitgenössische Beschreibung, die gibt es ganz gut wieder. Denn also Wasser braucht man da oben auf jeden Fall, auch wenn man keinen Garten baut. Darum begann man dort oben nach Wasser zu bohren und musste erleben, dass dies lange Zeit erfolglos blieb. Die Erdwälle zu beiden Seiten der Bohrung wuchsen jeden Tag höher. Und am Abend kamen die Bauern aus der Umgebung, setzten sich gemütlich auf die Welle, schmauchten ihr Pfeifchen und machten spöttische Bemerkungen über diese Hamburger, die ja wohl ganz und gar närrisch wären, hier auf der Höhe zu bohren. Also man beäugt sich ein bisschen. Für Lichtwark aber eine schöne Entwicklung ist, dass er durch seinen Freund auch einen kleinen Platz bekommt. Der Freund überlässt ihn auf diesem Grundstück ein kleines Fleckchen Erde, auf der Lichtwark dann eine kleine Hütte aufbaut. Und wir sehen hier Lichtwarks Mutter in ihrem letzten Lebensjahr auf diesem Altan, also auf einem ziemlich kleinen, balkonartigen Freisitz. Und wir sehen, dass Lichtwark, der eigentlich ziemlich streng ist, was Formensprache betrifft, dann im Detail auch mal ein bisschen locker lassen kann. Dass er also zum Beispiel auch solche Geländer zulassen kann, das würde man ihm vielleicht bei all seiner rigiden Haltung gar nicht zutrauen, aber das schafft er durchaus und er schafft es auch, mit Freunden weiter Freund zu sein, die seinen Empfehlungen nicht ganz folgen. Das ist Lichtwarks Sunderhöfchen. Eigentlich, so Fritz Schumacher, war es nur ein einfacher Schuppen.
Das Schlafzimmer so klein, dass man meinte, der große Mann ginge gar nicht hinein. Der Wohnraum wie eine koffermäßig aufgeteilte Kajüte. Ohne Garten, aber von Blumen umrankt, stand es da im Walde. Und ich ergänze mal von Max Liebermann: Aber der Kalbsbraten, der uns serviert wurde, war ebenso vortrefflich wie die rote Grütze, deren das Rezept er von seiner Mutter übernommen hatte. Also Lichtwag war natürlich Genießer. Und man ahnt an diesem sehr, sehr bescheidenen Objekt, Lichtwag war ja kein Besitzer dieses Grundstücks, deswegen machte es auch keinen Sinn, da ein richtiges Haus zu bauen für ihn, dass er diese Empfehlung, es ganz, ganz einfach zu halten, für sich selbst so gelten lässt. Und Schumacher beschreibt Lichtwag als total glücklichen Menschen, wenn er da unten in Hittfeld ist, in saloppem Anzug und mit einem Strohhut, der ein ehrfürchtiges Alter verriet, glückselig zwischen seinen Büschen und Bäumen herumlaufend, Beeren für sein Abendessen suchend. Wir sehen hier Lichtwag mit seiner Schwester Sanni. Sie trägt sogar ein kleines Körbchen. Wahrscheinlich suchen sie tatsächlich gerade etwas fürs Abendessen mit den Rosen, mit der Birke. Schumacher schreibt, dass niemand, der Lichtwag nicht hier gesehen hat, ihn wirklich kennt. In Hamburg war er ganz anders. Da war er ganz Lebemann, immer mit einer Nelke im Knopfloch, mit den besten Manieren, wusste überall Bescheid. Und hier konnte er tatsächlich einmal so ganz locker sein. Und Lichtwag schreibt in seinen Briefen über diesen Ort: An unserem kleinen Haus war alles rot von blühenden Kressen und die Wicken am Balkon waren mit jungen Trieben und Blumen bedeckt. Die Rosen hatten alles Laub im Herbst und waren über die Türen gewachsen. Das lag im Sonnenschein wie im Sommer. Ich habe große Sehnsucht, das ganze Jahr dort zu sein. Oder hier: Wir sitzen wieder in Hittfeld. Die Bäume sind über das Haus gewachsen und die Rosen über das Dach geklettert. Sie blühen über und über. Als wir herzogen, gab es kaum Vögel. Jetzt haben wir so viele um uns herum, dass sie uns morgens wecken. Das hier sind jetzt ein paar nachbauzeitige Fotografien, wahrscheinlich 40er Jahre. Sie sind undatiert und sie zeigen, wie dieses Häuschen an so einem Abhang steht. Und das ist genau das Wichtige daran. Es geht Lichtwag nicht darum, dass dieses Haus selbst groß ist, sondern es soll den Naturgenuss ermöglichen mit diesem weiten Blick ins Land. Hier haben Sie diesen Freisitz, damals schon ohne Brüstung und es wachsen schon ein paar Bäume rein. Eigentlich müsste der Blick ganz, ganz frei sein und die Heidelandschaft bis unten ins Tal zeigen. Wir konstatieren, ja, für sich selbst hat Lichtwag hier seinen wundervollen Ort gefunden. Ein Heidegarten ist das immer noch nicht. Wenn wir uns fragen, warum ist er nun gerade dahin gezogen, ist die Tatsache, dass es hier einen Bahnanschluss gab, sicherlich sehr, sehr wichtig. Erklärt aber noch nicht alles. Es gab auch noch anderes, was ihn anzog, und das war diese Künstlerkolonie, die in Hittfeld direkt zu Hause war, von Arthur Siebelist. Das ist der Herr, der sich vorne im Hintergrund hält, der hier seine jungen Malschüler ausbildet. Die Männer sind alle so 18 bis 20 Jahre alt. Lichtwag hat sie Siebelist besorgt. Siebelist war mit Lichtwag befreundet. Lichtwag erkannte, dass Siebelist ein pädagogisches Talent hatte, nicht nur ein guter Maler und Zeichner war. Und irgendwann kamen Leute auf ihn zu, auf Lichtwag, und fragten: Wo sollte mein Sohn, der Künstler werden möchte, sich denn ausbilden lassen? In welcher Akademie? Und Lichtwag schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt: Bloß keine Akademie, schon gar nicht nach München. Die müssen unbedingt hier in unserem Umfeld bleiben, in den Hamburger Landschaften. Und die müssen hier vor Ort Plein Air malen. Und Siebelist war nun genau der Mann dafür, der genau das auch tat, der seine Schüler rausnahm, der selbst draußen vor Ort malte und sie dann also in Hittfeld unterrichtete. Und von dort machten sie dann Ausflüge in die Heide und malten diesen Ort. Das war schon die zweite Malergeneration, die Heide für sich entdeckte im Umfeld von Hamburg. Eine Generation früher tat das auch schon. Aber die Bilder unterscheiden sich nicht nur in ihrem Malstil, sondern auch in ihrer Motivik. Denn diese erste Generation malt hauptsächlich die unberührte Heide. Fantastische Landschaftsbilder, von denen man sich fragt, wo mag das gewesen sein? Und die zweite Generation, die malt zusätzlich sehr viel dörfliches Leben. Die malt sehr viel Wiesenflächen oder den Dorfanger, den Dorfteich, Feldarbeit, Dorfszenen, Mädchen, die zur Schule gehen. Also denen geht es, und das erinnert an diese neue Idee dieser Gartenkunst der Zeit, denen geht es auch um den Menschen. Sie wollen nicht mehr die reine Natur, sondern sie sehen es eigentlich vom Menschen heraus, aus der Funktion, würde man in der Gartenkunst sagen. Insofern parallele Entwicklungen, die sich hier
gegenseitig verstärken können. Und ein Lichtwag hat sich natürlich auch deswegen diesen Ort ausgesucht, weil er dann mal kurz runtergehen kann nach dem Rechten sehen oder sehen, was dort gerade entsteht. Und dass es nun gerade auch in Niedersachsen ist, ist für ihn wirklich kein Nachteil, denn ich zitiere, Niedersächsisch ist das überall durch die Fürstenzeit des 17. und 18. Jahrhunderts gerettete freiheitliche Wesen des Bauern und Bürgers. Niedersachsen ist etwas wie die Schweiz Norddeutschlands. Hätten Sie es gewusst? Also er verbindet mit diesem Niedersächsischen etwas, was althamburgisch ist. Er glaubte, und das hat er auch geschrieben, dass im Hamburgischen durch die vielen fremdländischen Einflüsse eigentlich das Althamburgische schon gar nicht mehr zu finden ist. Um das zu finden, muss man in die Peripherie gehen. Und Niedersachsen ist nun genau das Richtige dazu. Dazu kam, wenn wir uns fragen, warum nun gerade Hittfeld, mich lässt die Frage nicht los, dass er natürlich auch Assoziationen im Kopf hatte, wenn er so nach Bremen fuhr mit der Bahn. Wir erinnern uns, da gab es auch noch eine andere Künstlerkolonie in Worpswede. Da kommt man ja auch so vorbei. Und der Kunstliterat Richard Muther schreibt ein Jahr, bevor Lichtwag seinen Heidegarten-Aufsatz schreibt, über die Bilder von Fritz Overbeck in Worpswede. Und er beschreibt, dass man in diesen Bildern, ich zitiere, die feuchte, dicke Luft nicht zu atmen, sondern zu schlürfen glaubt. Oh, da erinnert uns etwas an die Formulierung, die Lichtwag verwendet hat. Ich will gar nicht sagen, er hat abgeschrieben, so weit möchte ich nicht gehen, aber dass er mich mindestens sich inspirieren ließ, als er dann in Hittfeld diese Landhauskolonie gründete und diese Malkolonie inszenierte, das kann man wohl annehmen. Von diesen Jungs übrigens war Lichtwag ganz begeistert. Ich bin sehr befriedigt, schreibt er, es sind ein halbes Dutzend lauter, sehr talentvolle Jungen von Bildung und Trieb. Sibelist hat ihnen von ihrer Natur gar nichts genommen. Sie sind in der Farbe jeder anders und keiner wie er. Ich möchte wohl, dass sie sich hier noch ein paar Jahre weiterbilden und dann reifer zu dir, zu Kalkreuth nämlich, kämen, als dann den eigentlichen Ausbilder. Das ist nur die Lehre, die sie hier machen. Wir haben solche Ausstellungen, die Lichtwag gerade lobt, von diesen jungen Hamburgern, bei uns noch nicht gehabt. Das wird ernst. Das heißt, das, was Lichtwag hier vorhat, das ist bei ihm immer so, es geht immer ins Grundsätzliche. Er möchte nicht einfach nur ein paar Malschüler haben, er möchte nicht, dass der Sibelist sich ein bisschen was dazu verdient. Er möchte eine ganz neue Mal-Etappe in Hamburg begründen. Er möchte, dass es sich komplett dreht, dass man nicht mehr in Ateliers malt, dass man eine eigene Malschule, einen eigenen Stil entwickelt, dass man sich gegenseitig befruchtet und zu einem Zentrum auch der Malkultur wird. Das liegt natürlich für einen Kunsthallendirektor relativ nahe, dass er sich genau darum kümmert und dass er dann auch sehr gerne in direkter Nähe ist, erklärt sich auch. Ich habe Ihnen am Anfang erzählt, dass Lichtwag im Heidegarten-Artikel davon gesprochen hat, wie er diesen Ort kennengelernt hat. Vivier hat ihn mitgenommen, hat ihm gesagt, guck mal, das habe ich gekauft. Möglicherweise war es eigentlich ein bisschen anders, denn der Herr rechts, beschreibt Friedrich Alas Hestermann, beschreibt zu diesem Bild, das Lichtwag sehr geschätzt hat und er war öfter da, um das Entstehen dieses Bildes von Sibelist selbst gemalt entstehen zu sehen. Das ist die Gruppe, die hier in Hittfeld steht, zu einem Abendspaziergang in der Hittfelder Dorfstraße. Hestermann schreibt, wenn Sie sich die Gruppe nun in Bewegung gesetzt denken, so zog sie wohl rechts aus dem Bilde heraus in der Richtung des Nachbardorfes Edelsen, wo am Rande des großen Waldes des Sunder ein Heidehügel lag, auf dem wir uns an den langen Sommerabenden lagerten. Als Lichtwag uns einmal besuchte und das ihn sehr interessierende Bild von Sibelist entstehen zu sehen, führten wir ihn auch auf diesen Heidehügel, der Lichtwag so begeisterte. Es war also kein Zufall und es war nicht Vivier, sondern es war diese Gruppe von jungen Leuten, die auf diesem Hügel lagerte und Lichtwag nahm das wahr und hat jetzt im Heidegarten-Artikel vielleicht doch ein bisschen künstlerische Freiheit walten lassen. Hinter allem damaligen Kunstgeschehen aber, so schreibt Alas Hestermann und so letztlich auch hinter diesem Werk, meine Schüler und ich von Sibelist, ist der Schatten Alfred Lichtwags spürbar. Und diesen Satz streicht Alas Hestermann in seinem Manuskript dann auch gleich wieder durch. Nicht, weil er falsch ist, sondern weil er den Eindruck erwecken könnte, so glaube ich, dass Lichtwag irgendein Strippenzieher im Hintergrund ist. Das soll damit nicht gemeint sein. So, aber dass Lichtwag sehr planvoll vorging und dass es nicht so viele Zufälle gab in diesem Vorgehen, das, denke ich, kann man daraus sehr gut ableiten. Und dass diese Malschule dann auch wiederum von den Leuten vor Ort etwas
beäugt wurde und die etwas merkwürdig aussehen für die Dorfbevölkerung, kann man an dieser Karikatur sehen, die einer der Malschüler angefertigt hat, Franz Nölken, der hier also den Lehrer in der Sommerfrische zeigt und die bäuerliche Bevölkerung bis zu den Schulkindern und sogar in Ferkel gucken sich das an und geben ihm vielleicht ein paar Tipps oder fragen, warum ist denn das hier so rot? So rot ist das doch gar nicht. Das muss also auch schon ein ganz spannendes Aufeinandertreffen von verschiedenen Gesellschaftsschichten gewesen sein. Kommen wir aber zu der nächsten Gruppe, der nächsten freundschaftlich mit Lichtwag verbundenen Familie, die er in den Sunder zieht. Das ist Henry P. Newman und seine schöne Frau, so sagt Fritz Schumacher, die als Kunstsammler zwischen den besten Werken der neuzeitlichen französischen und deutschen Kunst leben. Am reizvollsten aber, so Schumacher, zeigte sich ihr Lebensstil auf ihrem Landsitz in der Heide bei Hittfeld. Und wenn wir dieses Häuschen sehen, dann haben wir schon eher das Gefühl, aha, das ist das, was wir uns unter Landhauskultur vorstellen. Relativ modern in dieser Zeit. Besonders interessant ist dieser ovale Vorbau, ein Speisezimmer. Und die Enkel von Newmans, mit zweien konnte ich sprechen, erinnern sich daran, dass das tatsächlich das Zentrum des Hauses war und dass er lichtdurchflutet war. Natürlich hingen dort Bilder und man traf sich, um zu essen und zu sprechen und blickte hinaus in den Garten. Interessanterweise gab es eben bei diesem sonst symmetrischen Haus nur eine solche Ausbuchtung, nur für diesen Speisesaal und aus dem Haus heraus in den Garten fotografiert. Das hat Henry Newman selbst fotografiert, sehen wir also einen sehr einfachen Garten. Vielleicht ein bisschen zu einfach, vielleicht haben wir uns ein bisschen was Spannenderes erhofft. Es gibt auch hier nicht diese vielen kleinen Beete, auf denen ein Einzelner sich die einzelne Blume besehen mag. Wir sehen eigentlich eine umlaufende Hecke, eine regelmäßige Pflanzung als einen innenliegenden Rahmen, dann nochmal einen Weg und zwei Taxusbüsche und dann da hinten die offene Laube ohne Spinnen und den Blick in die Landschaft. Es ist eigentlich das Entscheidende. Und wenn man auf diesem Weg geht, der Garten ist nicht riesig, man ahnt es, dann hat man eigentlich ein bewegtes Landschaftsbild. Ganz passend für zwei Kunstsammler, dass sie das Ganze wie ein Bild sich darstellen lassen, ohne dass der Garten selbst jetzt richtig was hermacht, dass man damit richtig protzen könnte. Er ist konzentriert, er ist geordnet, man kann sich da bestimmt gut aufhalten. Der Platz, auf dem sich wohnen lässt, ist dort vorhanden. Aber sehr, sehr einfach. Und kaum Heidepflanzen, müssen wir sagen. Das ist der Blick zurück. Und man sieht, es ist eigentlich ganz interessant gemacht, dass dieser ovale Speisesaal in dieser Frontalansicht gar nicht sich so sehr unterscheidet hier von dem anderen Gebäudeteil, der das eben nicht so auskragend hat. Das sieht dann schon wieder etwas symmetrischer aus. Gar nicht schlecht gelöst, würde man sagen, aber doch auch sehr eigen. Und an Liebermann schreibt Lichtwag über den Bau dieses Hauses, das sei jetzt eigentlich ganz hübsch geworden nach all diesen Umbauten. Aber diese Architekten. Gut ist nur, was Newmans selbst angegeben oder durchgesetzt haben. Dazu dürfte sicherlich dieser ovale Bau gehört haben. Was an diesem Bild auffällt, das ist zum Beispiel, dass es dieses viele Weiß gibt, was in den Bauerngärten, also als Motiv aus den Bauerngärten gekommen sein mag, was aber hier als Zierat am Haus verwendet wird und auch im Freiraum selbst. Also wir sehen, dass das Haus selbst durch dieses Lattenwerk, durch Sprossenfenster, sogar leichte Ornamentik geprägt ist und dass sich das in diesen ganz einfachen Gestängen oder Zaunelementen und Toren dann wiederfindet. Denn das Ziel dieser Zeit ist es eben, den Garten auch zu einer Art von erweitertem Wohnraum des Hauses zu machen. Gar keine so strikte Trennung von drinnen und draußen, sondern es ein bisschen flüssiger zu machen. Und dazu passt, dass dann eben die Ebenen auch ganz flach sind. Das ist ganz typisch für Reformgärten, dass es gar nicht so riesige Niveauunterschiede zwischen den einzelnen Gartenebenen gibt, sondern drei Stufen, vielleicht auch mal nur eine. Das ist alles flach. Aber es ist da, um eben verschiedene Räumlichkeiten zu zeigen, die dann auch mit Funktionen belegt sind. Und noch eins scheint mir hier sehr bemerkenswert. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Diese Kiefer, die hier nicht vor, also außerhalb des Gartens steht, sondern mittendrin. Und die groß genug ist, dass wir mit Sicherheit annehmen können, sie ist erhalten worden. Sie ist da nicht gepflanzt worden, zumal mit diesem Astabbruch. Die Hecke ist noch ganz frisch. Das ist wahrscheinlich wirklich die Erstanlage des Gartens. Alles ist symmetrisch, alles macht maximale Differenz zur umgebenden Natur, die das geradezu bedrängt und von außen
da so herantritt und dann steht da dieser eine Kiefer drin. Ich kann mir das nur auf eine Weise erklären, dass nämlich die Absicht dahinter ist, diesen Garten, der so artifiziell und geometrisch und aufgeräumt ist, an einer Stelle wenigstens nochmal zu stören, um dadurch gerade diese besondere Ordnung noch deutlicher durchscheinen zu lassen. Und wenn Sie sich an Max Liebermanns Bild des Zugangs zum Wannseegarten erinnern, wo die Birken auf dem Hauptweg stehen, so als ob sie den Weg versperren würden, ist das vielleicht eine ganz ähnliche Herangehensweise, eine Störung in einen Garten hereinzubringen, um aufmerken zu lassen und zu sagen, ach so, ja, eigentlich verstehe ich erst jetzt, wie sauber und wie stark dieser Gegensatz eigentlich zur Natur ist. Und für Lichtwag war es auch ein wichtiges Ziel, dass Kunstsammler wie die Newmans nicht einfach nur sammeln, sondern dass sie mit den Künstlern in Verbindung treten, dass persönliche Bindungen entstehen, dass Motive aus dem Ort dieser Sammler entstehen, dass Familien gemalt werden, was auch passierte. Einer derjenigen, die Newmans gemalt haben, war Max Liebermann. Er gehörte zwar nicht direkt zur Landhauskolonie, war aber oft da und war sowieso im Hamburger Kulturleben und mit Lichtwag speziell engstens verbunden. Dass hier Maria Newman Modell gesessen hat, geht sicherlich auf die Initiative Lichtwags zurück, der dann den Maler auf die Sitzung mit seinem Modell vorbereitet. Er beschreibt Maria als eine sehr reizvolle Mischung von Mädchen- und Matronenhaftigkeit. Man kann sich in sie verschießen und könnte Mutter zu ihr sagen, wenn es einmal ernst wird. Die Bauern der Umgebung beäugen auch dieses und haben ihre eigenen Überlegungen dazu, vor allem zum Namen der Newmans, der nicht irgendwie leicht von der Zunge geht. Und sie prägen den Ausdruck, Newman schräft he sich, Newman nennt he sich und Neumann hate he. Der nächste, der sich zu den Kolonisten von Lichtwag gesellt, ist jetzt Kalkreuth. Wir hatten den Kaufvertrag gesehen. Er hat dieses Grundstück hier an diesem Heidehügel, das man aus Hittfeld leicht betreten konnte. Das ist die Bahnlinie, er ist also durch die Bahn getrennt, aber doch noch sehr weit, also sehr, sehr gut zu besuchen. Er ist gerade in einer sehr schwierigen persönlichen Situation. Er schreibt, dass der Erfolg, den er zweifellos hat, er ist eigentlich auf der Höhe seines künstlerischen Erfolgs, ihm keine Glücksempfindung mehr schafft. Je mehr er strebt, desto weniger befriedigen ihn die Resultate. Keine Stunde, in die nicht ein Mensch hineintappt, einen den Becher vom Munde reißend, den man voller Weihe trinken wollte. Die Stille ist mir das Liebste. Also er möchte eigentlich weg aus diesem ganzen Kunstrummel. Und Lichtwag äußert, so schreibt Kalkreuths Sohn später, so wie von ungefähr, dass da in der Heide eigentlich eine Fülle ungemalter Motive sei, wirklich herrlich. Und wenn man sich da ein Landhaus bauen würde, dann könnte man die Kunstmalerei für sich selbst und die Erwerbsmalerei, Porträts, Hamburger Größen, aufs Köstlichste miteinander verbinden. Das wäre ja vielleicht was. Und der Maler biss auch an und sagte zu kommen. Schlimm für ihn, dass sein Sohn sich in dieser Zeit das Leben genommen hat, er in einem wirklich ganz krassen Tief ist und dieser Hausbau ihn auch wieder ein bisschen herausholen soll. Nun braucht man einerseits ein Grundstück, andererseits braucht man einen Architekten. Da würde man sehr schnell sagen, ach, wir haben doch einen Architekten, der dort wohnt, Herr Vivier ist doch Baumeister, der könnte es doch machen. Das Problem ist, er ist zwar befreundet mit Lichtwag und wird es auch tun, aber er darf kein Geld dafür nehmen, weil er beim Staat angestellt ist, müsste es dann also umsonst machen. Und dann ist es schwierig, Einfluss zu nehmen, ist irgendwie unbequem. Und Lichtwag korrespondiert nun mit Kalkreuth über diese Frage, wer diesen Bau übernehmen könnte. Ich habe mit ihm, mit Vivier, über die Sache gesprochen. Akademisch natürlich. Und schließlich kam es zu der Erwägung, ob nicht sein Schwiegersohn, der Regierungsbaumeister Benzel, den du flüchtig gesehen hast, den Bau übernehmen könnte als honorierter Architekt. Er kommt jeden Sonnabend, Sonntag und Herr Vivier würde mit seinen Erfahrungen zu Rate stehen. Herr Benzel ist ein moderner Baumeister, der sich verstehen würde, ordentliche Fenster zu machen und auf Stil zu verzichten. Er ist jung und fügt sich deinen Wünschen. Es ist sein erster selbstständiger Bau und da hat er noch eine besondere Freude dran. Schließlich erweisest du Herrn Vivier einen Dienst, wenn du ihm, Benzel, den Bau gibst und wenn du von ihm, Herrn Vivier, Rat und Aufsicht annimmst, bist du ihm darum nicht verpflichtet, denn er vertritt nur seinen Schwiegersohn. Wenn du also einverstanden bist, dann setze ich ihn ins Bild und ihr könnt loslegen, wenn du nach Hamburg kommst. Und so kommt es auch, Benzel wird engagiert und es wird tatsächlich sein erster
selbstständiger Bau. Aber so jung und formbar, wie Lichtwag sich das wünschte, war er dann doch nicht. Hat offensichtlich auch seinen eigenen künstlerischen Kopf gehabt. Und Lichtwag schreibt an seinen Freund Kalkreuth, er solle nur fest mit Bensel sein und gegen dessen passiven Widerstand gegen gute und nötige Vorschläge. Lichtwag selbst würde versuchen, Bensel zur Raison zu bringen. Trotzdem wird es am Ende ein sehr schöner Bau. Wir sehen ihn auf der linken Seite, das Landhaus, und hier auf der rechten Seite das Gärtnerhaus, ziemlich opulent. Es wird sehr gelobt. Ich werde gleich noch darauf zu sprechen kommen, was daran besonders ist. Und besonders ist aber auch der Garten, der hier in Szene gesetzt wird. Und es ist der Gemüsegarten. Wir ahnen also, dass wenn Lichtwag davon schreibt, dass so ein Gemüsegarten sich nicht zu verstecken braucht, woran er da so denkt. Das ist eben nicht der repräsentative Teil, den man sich so vorstellt. Und doch wird hier das Schöne mit dem Nützlichen verknüpft. Wir haben wieder diese, das erkennen Sie, diese Raumfolgen mit diesen geringen Höhendifferenzen. Und hier müssen wir uns also dann die Gemüse vorstellen. Und das ist auch ein Statement, wenn man als Besucher empfangen wird mit dem Gemüsegarten und nicht mit irgendeinem opulenten Glitzerwerk, dann zeigt das, worum es hier eigentlich geht. Es geht hier um eine neue Form, um eine neue Lebensform, Lebenskunst. Wir sehen dann dieses doch sehr repräsentative Landhaus. Der eigentliche, der Familiengarten, den kann man nur betreten, wenn man durch das Haus hindurchgeht und die Treppe hoch in den ersten Stock. Dann tritt man in das gelbe Blumenzimmer und von dort, weil das Haus in den Hang gebaut ist, öffnet sich dann ein Blick hinaus in diesen Garten. In diesem Zimmer malt Kalkreuth, empfängt seine Gäste und Schumacher schreibt, wie beeindruckend das ist, wenn man also dann in dieses Zimmer tritt und dann dieser Hühne an Gestalt, Kalkreuth sind ein großes Geschlecht in jeder Hinsicht, empfangen wird und dann in diesen sonnendurchfluteten Garten geführt wird. Das hier ist ein Bild, was Kalkreuth von seinem Garten gemalt hat. Er hat ihn sehr oft gemalt. Das war ja auch das, was Lichtwag wollte, dass die Künstler sich dann mit diesem Ort auseinandersetzen. Kalkreuth hat es sehr genossen dort, hat sich mit Lichtwag zu diesem Garten beraten. Und dieses Bild ist bekannt als Heidegarten im Nebel. Und ich finde, es drückt in besonderer Weise aus, was man sich dort eigentlich, was man dort gesucht hat. Also eine gewisse Art von Romantik sieht man darin, eine Kühle vielleicht auch, die man im Norden sucht. Kalkreuths Freu wollte eigentlich, dass sie in den Süden gehen, wo es ein bisschen freundlicher ist, aber er hat sich halt breitschlagen lassen. Wir sehen die Attribute, die wir schon kennen, hier mit diesem weißen Lattenwerk, eine Rundbank auf der einen, eine gerade auf der anderen Seite. Wir sehen wieder die Kiefern, die den Garten geradezu bedrängen, aber dann inmitten dann eine offene Fläche, wo sich der Himmel spiegelt, wo bunte Blumen wachsen können und dann von einer sehr klaren geometrischen Struktur. Also einfach ein Wegekreuz mitten im Garten mit einer mittigen, runden Aufweitung, wo dann der Teich seinen Platz findet oder der Brunnen. Sonst ist da gar nicht mehr viel. Und wenn wir uns diese Zeichnung einmal ansehen, das ist jetzt der Blick zurück aufs Haus, dann sehen wir, wie überschaubar das alles ist. Mit einem Blick, wie man diesen Gesamtorganismus, von dem Lichtwag spricht, hier fühlt und wie das Haus selbst, was von der Seite für die Besucher erstmal ganz schön imposant aussah, sich hier geradezu duckt und ganz klein und gemütlich und zurückhaltend aussieht. Also eine Intimität ausdrückt, die auch genau dieser Garten haben soll. Also hier werden Dinge umgedreht. Das Repräsentative, was man vielleicht eine Generation vorher noch nach unten gelegt hätte und den Gemüsegarten irgendwo hinten versteckt, das wird jetzt hier einmal umgedreht und es wird gesagt, das Intime, das Wundervolle, das ist jetzt nicht für jeden. Da musst du dir den Weg erstmal hoch erarbeiten. Wir haben auch ein paar Fotos aus dieser Zeit, die zeigen, ich glaube, mit Kalkreuthsgarten ist Lichtwag diesem Heidegarten immerhin nahe gekommen. Er hat wenigstens hier einmal diese Zypressen gesetzt, die Kiefern, die überall drüber gucken. Er hat diese dann allerdings auch wieder nicht nur Heideflächen. Lichtwag sagte, wir brauchen gar keinen Rasen, das kann auch alles Heidekraut sein. Rasen wollte Kalkreuth offensichtlich schon und auch bunte Blumen, wie Lichtwag schreibt und Kalkreuth häufiger malt, wurden dann an den Rändern gesetzt, um das Ganze doch noch fröhlicher zu machen. Kalkreuths Sohn schreibt, dass je trauriger sein Vater wurde, desto bunter und fröhlicher wurden seine Bilder in dieser Zeit. Dieser Garten gehört sicherlich mit dazu. Und
dass so ein Garten ein Gemeinschaftswerk ist und man eigentlich gar nicht sagen kann, wer ist jetzt wirklich dafür verantwortlich, ergibt sich aus diesem folgenden Zitat, wo Kalckreuth mit seiner kleinen Tochter, Muckchen genannt, auf diesem Heidehügel sitzt und sich den Hausbau ansieht und schon mal über diesen Garten nachdenkt. Was meinst du, Muckchen? Lichtwag ist dagegen, den Rasen mit Buchs zu fassen. Sind Mutters Georginienknollen schon angekommen? Siehst du, da gerade gegenüber dem Haus setze ich die Laube rechteckig hin, die seitliche wird oval. Die Blumenbeete werden durch schmale Rasenstreifen vom Kiesweg getrennt. Ich fürchte, Mutterchen wird das alles zu regelmäßig, zu geometrisch vorkommen. Sie liebt die Überraschungen, die holde Unordnung. Also wir können davon ausgehen, dass das, wie im richtigen Leben, tatsächlich durch einen Austausch verschiedener Kräfte zustande gekommen ist. Lichtwag berät, macht bestimmt Skizzen mit Kalckreuth, das hat er mit Liebermann ja auch getan und die hin und her geschickt. Und dann kommt aber auch noch die Familie und das eigene Empfinden dazu, sodass es am Ende ein Gemeinschaftswerk ist, das natürlich nicht nur Lichtwags Geschmack entsprechen kann, aber doch so weit entspricht, dass er schreibt, es ist so schön, dass ich jedes Mal gepackt werde, wenn ich hinauskomme. Wir haben jetzt den Garten vor Kalckreuths Haus angelegt. Er ist nicht groß, liegt auf einem Plateau, über das niedrige Stackett ragen die Föhren der Heide und in der Ferne läuft ganz um den Horizont das Hügelgelände in den köstlichen, langgezogenen Linien, die dieser Gegend den Charakter geben. Und dann folgt eine längere Beschreibung dieser wunderbaren Szenerie, die man vom Garten aus sieht. Und man sieht daraus eigentlich zweierlei. Zum einen, dass Lichtwag sich als Teil dieses Gestalterteams begreift, zum Zweiten, dass er selbst, wenn er diese Beschreibungen macht, immer in so einem malerischen Tonfall kommt und es ihm offensichtlich ein Bedürfnis ist zu gestalten. Das hat er sonst nicht. Das kann er bei diesen Freunden. Und drittens, dass er gar nicht so sehr den Garten beschreibt, wie eigentlich die Landschaft drumherum. Diese Gärten sind eigentlich Aufenthaltsräume, grüne Wohnzimmer, von denen man aus die Landschaft betrachtet. Das ist durchaus eine ganz große Stärkung der Landschaft, stärker als in den Stilrichtungen zuvor. Dieser Herr ist jetzt auch jemand, den Lichtwag dazu bewegt, in die Heide zu ziehen. Friedrich Gensch, ein ungewöhnlicher Genosse für diese Kolonie. Wir sehen ihn hier in seiner Soldatenuniform und die ist ihm, glaube ich, auch lieber gewesen als seinen Job, den er nachher hatte. Er war Teilhaber mit seinem Bruder einer Schriftgießerei, Gensch und Heise. Die haben durchaus sehr erfolgreich Schrifttypen entwickelt, hatten Künstlerteams. Einige dieser Lettern sind bis heute noch in Gebrauch. Und Sie sehen ihn hier als Teil einer Gruppe der Künstlergruppe Die Brücke. Da war er Passivmitglied. Da sehen Sie also hier in diesem wundervoll gestalteten Mitgliedsverzeichnis, da sehen Sie ihn hier als F. Gensch in Edelsen. Da oben Hamburg, München, Chemnitz, Oldenburg und Edelsen, das kein Mensch kennt. Wenn man das mit Stolz auf so eine Liste schreibt, dann deswegen, weil vielleicht Eingeweihte wissen, dass Kalckreuth hier wohnt. Dieser Gensch hat also auch vor, ein Landhaus zu erwerben. Er lässt es hier, also zu bauen, er lässt es von Bensel bauen, genau wie vorher Kalckreuth vor ihm. Und wir sehen hier die Attribute, die wir vorher schon gesehen haben, vielleicht noch etwas deutlicher, dieses Verzahnen von innen und außen, indem also hier so ein Negativeffekt kommt. Die Sprossenfenster, die hier weiß sind, finden wir hier vor der weißen Wand als schwarze Sprossen. Wir sehen diese Topografie, die hier ganz wichtig ist in diesem Garten. Und hier sehen wir diesen Blumengarten. Da haben wir nochmal dieses Kippen von positiv und negativ. Und auch wieder dieses Element, was wir schon von Kalckreuthsgarten kennen, auch dieses Haus ist in den Hang hineingebaut und duckt sich quasi im ersten Geschoss dann vor diesem Garten, der sehr, sehr einfach angelegt ist, aber doch so ein paar kleine Elemente hat, wie geschnittene Bäume, die die Lichtwag auch empfiehlt. So Kastenlinden sind hier. Hier schaffen es sogar ein paar Rhododendren hinein und nicht verwunderlich, natürlich eine alte Kiefer. Das ist kein Zufall also. Das gehörte wirklich zum Gartenprogramm dieser Zeit. Gensch blieb gar nicht sehr lange. Vielleicht passte er in diesen Kreis dieser Hittfelder auch gar nicht so gut rein, weil er als Brückemitglied für Lichtwag schon ein bisschen zu modern war. Das hier ein weiteres Paar, Kara König und Viktor König.
Sie stammt aus San Francisco, eine sehr weit gereiste und belesene, kulturell interessierte Frau. Und Victor handelt mit Ruß und Dünger und er baut ein Landhaus in Tötensinn, das ist auch nicht weit entfernt, auch unmittelbar am Sunder. Und hier ist zum Beispiel so ein Aquarell, was dann im Familienbesitz ist, was irgendjemand aus dieser Familie von diesem Garten gemalt hat, hier dem Rosengarten mit den vielen Hecken. Herr Lubitz, der bei uns sitzt, der erinnert sich noch dran, als wir durch Hittfeld fuhren mit dem Fahrrad und geguckt haben, wo könnten diese Landhäuser denn eigentlich stehen, denn es gab kein Verzeichnis. Blieben wir vor einem Haus stehen und eine Dame winkte uns heran, meinte, was kann ich Ihnen helfen? Und wir kamen ins Gespräch und sie zeigte uns dann diese Skizze auf dem Gartentisch. Und wir fragten, von wem ist denn das? Ja, das kann doch nur Lichtwachs sein. Das war für sie völlig klar. Das ist uns nicht so ganz klar, aber es ist zumindest eine sehr interessante Skizze, die sehr viele Elemente dieses Gartens zeigt, die tatsächlich genauso gebaut wurden. Interessant, dass der Hauptweg hier von der Straße kommend nicht direkt auf das Haus zugeht, sondern abknickt. Das heißt, das Haus wird nicht inszeniert. Schon wieder mal dieses typische Understatement. Und dann diese Abfolge von Rosengarten, von Senkgarten, von Gemüsegarten, ganz klar geometrisch voneinander getrennt. Es sind alles kleine Räume, in denen man sich als kleine Gruppe aufhalten kann. Nichts von dem ist groß genug, um irgendwie protzen zu können. Und dort hinten geht es dann schon in die Landschaft hinein. Und wir sehen hier mal so ein Foto, auch aus dem ersten Geschoss aufgenommen, von dem Senkgarten. Das ist alles denkbar einfach und genau das will Lichtwag eigentlich auch. Dass wir nicht protzen, sondern dass es einfach nur sehr exakt gebaut ist, als ob man hier diese Böschungen mit Samt ausgeschlagen hätte. Das ist eine Rasenböschung mit diesen flachen Stufen, mit der offenen Laube. Ab und zu erlaubt man sich da mal so einen kleinen Schwung. Das ist jetzt nicht wirklich Reformgartenkunst, aber das wird hier zugelassen. Und hier sehen wir mal so ein Luftbild aus den 30er Jahren, wo wir, ja, jetzt sagen Sie vielleicht gleich, aha, da ist jetzt aber doch eine sehr repräsentative Achse. Also so ganz Understatement ist es dann doch nicht. Ich denke doch, denn diese Achse, die wird man von dort unten, da wird keiner besucht dieses Gebäude von dort unten. Das ist eine reine Achse, die in die Landschaft führt. Man besucht das Haus von der Straße vorne, von da führt der Weg hinein. Das ist eigentlich nur wieder mal die Inszenierung der Landschaft, die hier vorgenommen wird. Die nächste Familie, die ich Ihnen vorstelle, ist die Familie Oswald. Toni Oswald hier rechts mit wahrscheinlich einer ihrer Töchter, kommt auch aus der Bildungsschicht. Ihr Mann ist ein erfolgreicher Kaufmann und sie gehört zu der Gesellschaft Hamburgischer Kunstfreunde und schreibt dort im Jahrbuch, unter anderem, also sie veröffentlicht im Jahrbuch, Lichtwag schreibt, nämlich genau diesen Artikel, das passt schon wieder zu ihm, ganz provokant, gegen Bäume und Büsche. Und sie macht hier diese Titelleiste. Lichtwag möchte, dass nicht nur Künstler gestalten, sondern auch die ganz normale Bevölkerung. Da denkt er nicht an die Bauern, da denkt er natürlich ans Bildungsbürgertum. Und sie versuchen sich hier dilettantisch, durchaus auf schönem Niveau, wie ich finde, in dieser Illustration. Sie hat Familie, das ist für Lichtwag und seine Schwester ganz wichtig. Beide sind unverheiratet, lieben Kinder. Und es gibt natürlich einen regen Austausch zwischen diesen Familien und besonders Lichtwags Schwester Sanni, Marianne, liebt das ganz besonders. Hier sehen wir eines der wenigen Bilder von dem Landhaus. Es ist leider das eine Landhaus, es gab zwei. Eines für Familie Oswald und eines für die Eltern von Toni. Und der Herr, den werden Sie wahrscheinlich so nicht erkennen können, der hier auf der Terrasse steht. Vielleicht ahnt jemand, wer das ist. Das ist Martin Haller. Das ist der wichtigste der Rathausbaumeister in Hamburg. Mit der obligatorischen Zigarre, gut gekleidet, mit Vatermörder. Ein Mann alter Schule, in jeder Beziehung, auch stilistisch, ist er vom altem Schlag, steht für die Belle Epoque und baut genau das, was Lichtwag ablehnt und zieht nach Hittfeld. Was absolut erstaunlich ist. Warum begibt er sich genau in diese Gesellschaft? Denn es ist nicht nur, dass sie so ein bisschen das Stilempfinden trennt, es ist viel, viel mehr. Lichtwag hält den Neorenaissance-Stil des Rathauses für anachronistisch und völlig verfehlt. In einer Denkschrift an den Senat 1888 schreibt er von der Epoche der billigen Überladung und des Schwulstes, die überwinden werden müsse. Man müsse es zu einem Musterbeispiel modernen Kunsthandwerks ausgestalten.
Die Rathausbaumeister, denen Haller vorsteht, zeigen sich aufs Angenehmste berührt, aber außerstande, diese Schrift in eine lebensfähige Form zu bringen. Sie bedauern. Lichtwag tobt, schreibt Artikel über einen Architekten, der zur Behörde Beziehungen hat, über die romantische Idee, dass die hübsche Fassade schon Architektur wäre. Und Haller kontert damit, dass diese Schmiererei der jungen Hamburger, die da jetzt neuerdings ausgestellt werden, nichts ist, was die Hamburger mögen. Das als ziemlich kühle Beziehungen zu beschreiben, wie Haller vornehm es ausdrückt in seinen Memoiren, ist eine leichte Untertreibung. Und doch gibt es auch Verbindendes. Persönlich sei er Lichtwag näher getreten auf einer gemeinsamen Fahrt zum Denkmaltag in Erfurt 1903. Wie ihm damals die ritterliche Art imponierte, schreibt er, als Lichtwag einen abwesenden Künstler in Schutz nahm. Und so lernte ich ihn damals als gewandten Lebenskünstler kennen, dessen große Erfahrungen auf kulinarischem und sonstigem Gebiet mein Staunen und meinen Neid erregten. Also die beiden nähern sich nicht an, weil sie plötzlich feststellen, wir mögen doch denselben Stil, sondern weil der eine im anderen den Lebemann erkennt und den Mann, der auf dem Parkett glänzen kann. Und Lichtwag, es kommt dann zu einem herzlichen und intimen Familienverkehr, besonders auch durch die Kinder, aber auch zu wirklich netten Briefen, die sich erhalten haben, wo man miteinander Scherzchen treibt und den alten Zwist begraben kann. Von dem Landhaus selbst und dem Garten ist wenig überliefert. Das Haus steht allerdings bis heute, ist hervorragend in Schuss. Und hier sehen wir so eine der wenigen überlieferten Zeichnungen, die uns wenig vom Garten verraten, als dass er durch Nadelgehölze geprägt ist, die hier sicherlich geschnitten werden sollen, dass es viele Kiefern gibt. Und das ist so eins dieser Fälle, wenn man ein Buch fertig hat, dann kommt jemand und sagt, ich habe da noch was. Das ist dann das Landhaus, was es nicht überlebt hat. Haller hat eines gebaut für sich selbst, das Kleine, und das Größere für seine Tochter und ihre Familie, das es nicht durch den Krieg geschafft hat, sondern zerstört wurde durch eine Brandbombe. Aber wir sehen hier eben auch wieder ganz klare Anklänge der Reformgartenkunst. Und, wie immer, die Kiefer. Die Geschichte endet eigentlich schon, ich stelle Ihnen jetzt nicht jede dieser Familien vor, aber die endet schon 1914, als Viviers den Ort verlassen und sich in der Nähe niederlassen. Sie sind schon sehr alt zu diesem Zeitpunkt. Und Lichtwag sehr krank wird, ganz plötzlich. Und eine seiner Bewunderinnen, Maria Schmidt-Mattei, eine Lehrerin an der Klosterschule, den Vivier-Besitz kauft, um dort etwas zu machen, was da eigentlich nie gedacht war, von Lichtwag aus. Lichtwag wollte einen herzlichen, intimen Familienverkehr, ganz intim. Er war sowieso, so schreibt Schumacher, in dieser letzten Zeit hat er keine größeren Gesellschaften mehr besucht. Es war ihm sowieso nur noch der Einzelmensch des Gesprächs wert. Und sie versucht jetzt hier, Maria Schmidt-Mattei, aus dem Sunderhof ein Erholungsheim und eine kulturelle Arbeitsgemeinschaft zu machen. Also hier wird etwas tatsächlich neu geschaffen, indem also diese Idee der Intimität jetzt in Erziehung umgesetzt werden soll. Lichtwag lag der Gedanke an Volkserziehung gar nicht so fern, aber nicht so konkret an diesem Ort. Und sie allerdings, Maria Schmidt-Mattei, ist der Auffassung, dass sie ganz im Lichtwagschen Gedanken, in seinem Geiste diese Arbeit macht. Das richtet sich an junge Damen, 16 Jahre alt, die also die Schule schon hinter sich haben, und sie sollen Naturbetrachtung lernen, Sozialpolitik, Weltanschauung, eigene Kunstausübung, Dichtung und Musik in der herrlichen Waldgegend der Lüneburger Heide. Und dafür versucht sie, Kulturpersönlichkeiten an sich zu binden, so wie Lichtwag es vorher getan hat. Und da ist sie gar nicht mal schlecht damit. Sie schafft es zum Beispiel, Gertrud Bäumer, eine der beiden Zentralgestalten der deutschen Frauenbewegung, an diesen Ort zu holen, die dort tatsächlich das Vivierhaus mietet für die soziale Frauenschule und dort betreibt für einige Jahre. Sie holt aber auch Theaterleute, sie holt Ärzte, sie verpflichtet sie mitzumachen. Diese Leute schreiben, dass sie als Lehrer dort tätig werden, wenn denn die Schule funktioniert, was sie so richtig gut nie hat. Es gab also offensichtlich diesen Bedarf dann doch nicht. Das richtete sich ja natürlich an Großbürgertum. Tatsächlich gab es diese Schule. Es gab ein paar Haustöchter, die aber wohl eher aus dem bäuerlichen Milieu stammen. Und finanziell auskömmlich war das wahrscheinlich niemals. Eine dieser Kulturpersönlichkeiten, die für eine kurze Zeit dort leben, kommt noch aus dem Lichtwag-Kreis, Adèle Doré, die mit ihrem Mann Emil Milan, ein Rezitator, sie Schauspielerin in Hamburg,
dort in einem kleinen Nebengebäude unterkommen, das für sie umgebaut wird, auch nur wenige Jahre. Aber wir sehen daran, wie Maria Schmidt-Mathé versucht, diesen künstlerischen, kulturellen Anspruch und ganz breiten Anspruch auf alle Lebensbereiche versucht zu tradieren. Für wenige Jahre gelingt ihr das dann auch. Dieser Kreis, von dem ich, wie gesagt, nicht alle heute vorgestellt habe, funktioniert einige Jahre sehr gut. Er bricht eigentlich mit dem Tod Alfred Lichtwachs 1914. Da bekommt er einen wichtigen Knacks. Dann folgt der Erste Weltkrieg, dann folgt die Weltwirtschaftskrise. Bis heute hat sich davon eigentlich nicht mehr die Landhauskolonie erhalten, nur noch einige Rudimente. Heute ähnelt das eher so einer Villensiedlung, die natürlich stärker verdichtet ist. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Lothar Schreyer. Das ist einer dieser Kulturpersönlichkeiten, die Maria Schmidt-Mathé für sich verpflichtet hat, der einen dieser letzten Abende oder Nachmittage auf dem Sunderberg beschrieben hat. Wir fuhren mit Alfred Lichtwack und seiner Schwester, mit denen Adèle Doré befreundet ist, in die Heide. Am Bahnhof Hittfeld erwartete uns ein Wagen. Der große, schöne Besitz von Maria Schmidt und ihrer Mutter liegt auf der Höhe unweit von Hittfeld. Ein weitgedehnter, hügeliger Heidewald, dessen Mitte das behagliche Wohnhaus, das Vivierhaus, ist. Auch die anderen kleinen Häuser sind mit allem Komfort und der Gediegenheit der Hamburger Patrizier eingerichtet. Man kann wohl sagen, hier steht die laute Welt still in einem harmonischen Kreis. Der gemeinsame Tag beginnt jetzt mit einem opulenten Mittagessen, das unter hohen Bäumen serviert wird. Lichtwag ist Feinschmecker und guter Esser, bemerkt Schreyer. Wir stoßen mit schwerem Bordeaux auf den Sonderhof an. Die Unterhaltung ist gesellschaftlich harmlos und so selbstverständlich wie unter Freunden, die oft beisammen sind. Nach dem Essen wurde lang geruht. Endlich hat man sich dann noch mal was vorgenommen und geht. Die Nachbarn besuchen die Kalkreuz. Wir gingen durch den blühenden Garten gerade auf das Atelier des Grafen zu, in dessen offener Tür er stand. Er ist ein Hühner an Gestalt. Er begrüßte uns freudig und doch sehr ernst. Wir traten ein. Der Graf zeigte schweigend sein neuestes Bild, ein Bild aus einem blühenden Garten, sicher sein eigener. Lichtwach setzte sich, um es ruhiger betrachten zu können, und schwieg beharrlich. Adèle Doré stand, hielt den Blick gesenkt und schwieg auch. Endlich sagte der Graf langsam: Sie haben recht, das Bild ist nichts, ich weiß es. Ich kann nicht mehr, es ist zu Ende. Aber lieber Graf, sagt Adèle Doré, das wird bestimmt wieder, Sie haben doch schon viele gute Bilder gemacht, tröstet Lichtwag. Aber der Graf sagt nichts, nimmt das Bild und stellt es mit der Bildseite gegen die Wand. Lothar Schreyer, der Erzähler, hatte das Bild nur wenig gesehen. Ich stand etwas verloren im Raum, aber ich hatte jedes Wort gehört und die Gesichter der drei Menschen gesehen. Den Grafen und Lichtwag ohne Hoffnung, Adèle Doré in Trauer. Später, Schreyer ist Intendant am Theater, ist er in Adèle Dorés Garderobe, spricht mit ihr nochmal über diesen Abend und sie sagt: Haben Sie gesehen, lieber Doktor? Eine Welt geht zu Ende. Lichtwag kann nicht mehr. Er wird nur noch kurze Zeit leben. Die Kraft des Grafen ist gebrochen, seine Bilder werden Totgeburten, die besten Menschen zerbrechen, eine Welt zerfällt und kommt nie wieder. Das ist natürlich schon sehr dramatisch und vielleicht aus dieser Retrospektive auch noch ein bisschen überhöht, aber tatsächlich zerfiel oder wenigstens bröckelte diese Landhauskolonie tatsächlich. Lichtwag starb, Viviers zogen weg, es gab Söhne, die in den Kriegen geblieben sind und dann kam die Weltwirtschaftskrise, es wurden Gelände verkauft, Häuser zerstört und bis heute ist sehr viel parzelliert, ganz wenig davon eigentlich übrig. Und das, was tatsächlich übrig ist, ist aus meiner Sicht gar nicht der materielle Bestand, sondern eigentlich eher der ideelle, von dem Lichtwag geschrieben hat, der aus diesen Beschreibungen dieses intimen, freundschaftlichen Verkehrs deutlich wird, der Lichtwags Kolonie über andere vergleichbare Projekte aus meiner Sicht durchaus erhebt. Wenn wir an Worpswede denken, mit diesen sozialistischen Hoffnungen, die Heinrich Vogler dort hegte, die ihn direkt in die eigene Auflösung in die Sowjetunion trieben, oder wenn wir an Bossart denken, nicht weit entfernt in der Heide, der seinen eigenen Traum von rückwärtsgewandter Kunst und geradezu absolutistischer Kunst hatte, die geradezu auffressend wirkt, so toll sie ist, dann hat Lichtwag einen wundervollen Weg in der Mitte gefunden, also ein Stück weit Lebensreformbewegung für das Großbürgertum,
und hat vermieden, in das eine oder das andere Extrem zu wandern, sondern blieb in dieser geschützten Sphäre, allenfalls anregend, nie wirklich gefährlich. Gefährlich war er vielleicht nur einmal in seinem Heidegarten-Manifest. Und selbst dann, wenn man ihm nicht gefolgt ist, war er eigentlich auch zufrieden und konnte es genießen. Insofern scheint mir seine Vorstellung von diesem, ja, von dieser herausgehobenen, irgendwie geschützten Welt für eine kurze Zeit, und länger kann es ja nie sein, durchaus gelungen. Und ich möchte mit Lichtwachs Worten schließen, die er an Vivier richtet, bevor alles beginnt. Ich sehe deinen Heidegarten vor mir im Schutz seiner Rosenhecken, mit schlanken Wacholderbüschen, auf den von allen Wundern der Heide überblühten Beeten, mit den Heidelbeer- oder Heideflächen als Rasen dahinter von Thymian durchduftet, ein Sinnbild und eine Vorahnung kommender Lebenskunst und Lebensfreude. Vielen Dank.